the pool. Take a shot, chase the sun, find the beautiful. We will go in the... Hallo, meine Lieben. Und schön, dass ihr mit dabei seid bei einer neuen Reihe von mir. Und zwar starte ich heute einen Handarbeitspodcast. Für alle diejenigen, die das nicht interessiert, tut es mir leid, aber ich habe auch ein paar Handarbeitsleute hier bei mir auf meinem Kanal. Und da ich ja selber auch ab und zu Handarbeitswerke gezeigt habe, möchte ich euch einfach heute mal mitnehmen. Ja, ein bisschen komisch jetzt so vor der Kamera zu sein. Mein Name ist Susanne, komme aus Österreich, bin noch 42 Jahre, habe zwei Katzen, zwei Kinder, einen Ehemann. Und ja, ich handarbeite mittlerweile für mein Leben gerne. Ich hatte es in der Schule nicht so gerne gemacht, aber wann war das? Es war so um 2004 herum. Auf einmal hat mich die Lust gepackt, dann habe ich ins Häkeln angefangen, habe Tischdecken und so weiter gehäkelt. Und irgendwann habe ich dann Hauben gehäkelt und dann bin ich einfach zum Stricken gekommen. Und das erste, was ich dann gestrickt habe, was ich dann mir selber beigebracht habe, war das Sockenstricken. Tja, und seitdem bin ich halt sehr im Strickwahn. Und ja, der erste Podcast wird sicherlich nicht so lange werden. Mal schauen, wie lange er wird. Ich möchte euch einfach mal ein paar fertige Werke zeigen, die ich hier liegen habe. Dann möchte ich euch gerne zeigen, was ich auf meinen Stricknadeln zurzeit habe und auf meiner Häkelnadel. Und am Ende zeige ich euch dann noch, was ich mir gekauft habe und welche Projekte so in nächster Zeit anstehen werden. Ja, also ich würde sagen, wir starten mal mit den gestrickten Sachen. Und zwar habe ich hier zwei fertige Sockenpaare. Und zwar einmal in 44, 45. Wie ihr seht, einfach nur eins rechts, eins links. Bündchen und Schaft. Dann habe ich hier eine Bumerangferse. Ich stricke immer nur die Bumerangferse. Dann haben wir hier den Fußteil und vorne habe ich die, wie heißt die Spitze noch schnell? Eine ganz normale Bandspitze. Genau, eine Bandspitze, eine ganz normale Bandspitze. Und die Wolle habe ich mir extra färben lassen bei der lieben Steffi von Screaming Colors. Da ist das zweite Paar. Das ist in 38-39, wie ihr seht, gleich ein kompletter Unterschied. Die großen Socken, die wildern ganz anders als wie die kleineren Paar Socken. Hier habe ich Bündchen. Zwei rechts, zwei links. Auch bis zu dem Schaft herunter. Dann habe ich hier wieder die Bumerangferse. Und am Ende die Bändchenspitze. Wie gesagt, die Wolle habe ich mir färben lassen. Und zwar von der lieben Steffi von Screaming Colors. Ich werde euch da jetzt gleich mal die Banderole reinhalten. Und zwar, das ist die hier. Und zwar ist das die Wolle, die Colorami.
Da habe ich hier noch das Endstück, weil ich habe zwei Stränge, also ich habe mir insgesamt, glaube ich, 6 Stränge gekauft. Und das ist jetzt vom zweiten Strang noch übrig von den zwei Paar Socken. Das ist die Calarami. Die Zusammensetzung ist 88% Schurwolle, Merino extra fein, Superwash und 20% Rami. Also kann man stricken mit einer Nadelstärke zwischen 3 und 3,5. Hat eine Lauflänge von 300 Meter auf 100 Gramm und ist mit 30 Grad, kann man die waschen in der Waschmaschine. Also wenn ihr die Steffi besuchen wollt, ich werde euch ihren Shop und auch ihren Blog unter diesem Video verlinken. Die macht echt tolle Sachen, da gibt es auch immer Monatswerbung so, aber da werde ich euch dann zum Schluss nochmals mal was erzählen. Also das waren meine, übrigens Fair.BVB für meine Freunde in Deutschland draußen, das waren die Socken. Dann habe ich noch fertig diese Beanie-Mütze. Weiß jetzt gar nicht, ob die Farben so schön rauskommen. Die ist auch fertig. Das ist eine Wolle von Rennradl gewesen. Und zwar war das ein geschenkter Bommel. Also das ist ein Bommel, das ist mit Modalgarn. Also da ist Modalgarn drinnen. Da ist vierfädig. 46% Modal, 40% Polyacryl und 14% Polyester. Kann man zwischen Nadelstärke 4 und 7 verarbeiten. Ich habe sie aber mit 3,5 verstrickt. Wie ihr seht, da gefällt mir das Maschenbild einfach viel besser und es wird ein bisschen wärmer, es ist schön weich. Wie gesagt, sie heißt Rennradl, die gibt es auf Facebook und auch einen Job, auch den werde ich euch unten in der Infobox verlinken. So. Das war diese Beanie und zu guter Letzt habe ich dann noch fertig auch aus 46% Modal, 40% Polyacryl und 14% Polyester. Das ist dieser Knäuel hier. Da habe ich auch noch ziemlich was übrig, das sind 500 Gramm Knäuel. Die Farbe kommt jetzt gar nicht gut raus, das ist ein Marineblau, ein schönes dunkles Blau ist das. Und da habe ich dieses Stirnband hier gestrickt. Das habe ich auf Rundstricknadeln mit 60 Maschen, dass es schön breit wird und schön über die Ohren passt. Habe ich da eine gewisse Länge, ich glaube 47 oder 48 cm, habe ich da in die Länge gestrickt. Und damit es vorne so einen schönen Knopf ergibt, habe ich es einfach hinten zusammengenäht. Und zwar so ineinander gelegt. Ich werde mal schauen, ob ich euch das irgendwie zeigen kann. Und zwar, wenn ihr euch denkt, das ist ein Schlauch, also das ist jetzt ein Schlauch, den lege ich dann nochmal zusammen. Dann habe ich die Anschlagskante und die Abkeckkante und die werden dann, das kann ich jetzt mit dem gar nicht so gut zeigen, also hier haben wir eine, ich nehme da alte Socken, praktisch so einen Schlauch gestrickt. Und da habe ich jetzt den zweiten Socken. So einen Schlauch gestrickt. Die lege ich dann so übereinander.
Und dann werden die so zusammengenäht und dann ergibt es einen so einen schönen Knopf. So, das sind ältere Socken von meinem Sohnemann. Ja, wie gesagt, das ergibt dann halt diesen schönen Knopf hier. Das ist ein dunkles Marineblau und das ist auch fertig. So, das sind mal die ersten fertigen Werke, die ich euch zeigen kann für meinen ersten Podcast. Jetzt kann ich euch aber zeigen, was ich auf den Nadeln habe. Zuerst mal auf der Häkelnadel. Und zwar bin ich da gerade dabei, einen Amigurumi-Figur zu stricken, also zu häkeln. Hier sind schon mal die Füße. Und da werdet ihr dann nach den Werken auf den Nadeln werde ich euch dann noch was zu diesen Füßen zeigen. So, als nächstes zeige ich euch dann mein Tuch, was ich auf den Nadeln habe. Und zwar dieses hier. Ein schönen, schönen Sonnengelb. Und zwar stricke ich das eigentlich aus meinem Kopf heraus. Das hatte ich mir eigentlich selber ausgedacht, wie ich das haben möchte. Bin aber dann drauf gekommen, dass es bei Revelli eine kostenlose Anleitung dazu gibt. Also die Idee ist jetzt nicht von mir, sondern die hat anscheinend schon mal jemand gehabt. Und zwar gibt es da für alle, die gerne so ein Tuch stricken möchten, gibt es bei Rewe eine Anleitung. Und zwar ist die von Anja Lena Jäger von 2015. Ich zeige euch natürlich nur das Bild, wenn man das sehen kann. Ist kein so gutes Bild. Und das könnt ihr euch dort gratis ausdrucken. Das ist eine Gratis-Anleitung. Wenn ich nicht vergesse, werde ich es euch unten in der Infobox verlinken. Sonst schaut einfach bei Revelli rein. Also wie gesagt, ich habe es eigentlich selber ausgedacht, wie ich das stricken möchte, bin aber dann drauf gekommen, dass es da auch eine Anleitung gibt für all jene. Ich habe es mir jetzt mal ausgedruckt, damit ich es euch zeigen kann. Für all jene, die nicht frei Kopf stricken, sondern eine Anleitung brauchen. Wie gesagt, das heißt so. Ja, hier oben sage ich gleich mal dazu. Da steht Werbung, es ist eine Dauerwerbesendung, aber eine unbezahlte. Ich habe mir alles selber gekauft, alles selber besorgt. So, das ist das Tuch, das ich noch auf den Nadeln habe. Das wird gestrickt aus einem Poppel von, wieder von Rennradl. Zeige ich euch. Ist die Farbe. Und das ist auch Modal und wieder 46% Modal, 40% Polyacryl und 14% Polyester. Das ist aber jetzt nur dreifädig. Und empfohlen wird eine Nadelstärke von 4. Ich stricke es aber wieder mit 3,5. Und für dieses Tuch brauche ich die ganzen 500 Meter. Weil da kommt ja dann noch schönes Stück dran. Also das ist mal mein Tuch. Das sind meine Beutelchen, meine Projekttaschen, wo ich meine ganzen Werke drinnen verstaue, damit meine Katzen nicht rankommen. Und die sind alle von der lieben Maike von Screaming Colors.
Nicht von Screaming Color, sondern von Nadel Mikado. Und da halte ich euch dieses Kärtchen rein. Findet ihr auf Instagram. Werde ich euch alles unten in der Infobox verlinken. Da habe ich schon mehrere Projekttaschen. So, dann habe ich jetzt noch zwei Werke, die ich euch zeigen kann, die ich auf den Nadeln habe. Und zwar einmal diesen Socken hier. Und zwar die Wolle ist von, wo habe ich da die Banderole? Hier. Die ist von Schachenmeier. Eine Sechsfach. Ist schon eine ältere. Ist aus meinem Stash, also aus meinem Wolllager. Und das ist 75% Schurwolle und 25% Polyester. Also was die meisten Sockenwollen haben. Und zu verstricken zwischen 3 und 4 mm. Ich verstricke wieder mit 3,5. Und zwar da ist ein Socke ist da schon fertig. Wie ihr sehen könnt, hier wieder 1,1 Bündchen und Schaft. Dann wieder die Bumerangferse. Und hier die Bandspitze. Das ist Größe 36, 37. Und da habe ich jetzt den zweiten noch auf der Nadel. Also wenn ich euch das nächste Video dann abdrehe, wird die bestimmt schon fertig sein, dann kann ich sie euch fertig zeigen. Also wie gesagt, älteres Knäuel von Schachenmeier. Da ist die Ferse auch schon dran. Und ich stricke immer die Bumerangferse, da ich nur die Bumerangferse kann. Das ist die mir beigebracht wurde. So, das ist das eine Paar. Und dann habe ich hier noch ein Paar. Und zwar ist das auch eine Wolle von der lieben Steffi von Screaming Colors. Wieder die Rami. 80% Schurwolle Merino extra fein Superwash. Und 20% Rami. Wie gesagt, kann man stricken zwischen Nadelstärke 3 und 3,5. Und hat eine Lauflänge von 300 Meter auf 100 Gramm. Und da bin ich gerade dabei, für mich Socken zu stricken. Das war mal eine Monatsfärbung. Die heißt, dass ich euch das richtig sage, Grapefruit Cocktail hat die geheißen. Genau. Und da versuche ich gerade mal Socken für mich zu stricken. Und zwar, da traue ich mich jetzt auch mal einen Muster ran. Wie ihr seht. Zwei rechts, zwei links und immer mit in einer gewissen Reihe dann einen Umschlag und der wird dann über die rechten Maschen drüber gezogen. Dann habe ich hier auch schon die Ferse dran. Bumerangferse. Ja, und da wird es heute dann weitergehen. Das Muster werde ich natürlich vorne am Fuß weiterführen lassen und hinten für unten werde ich dann nur glatt rechts stricken. Also wie gesagt, Steffi Shop werde ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Schaut gerne bei ihr rein. Sorry, die hat wirklich tolle, tolle Sachen. So. Und jetzt zeige ich euch noch, was ich mir in letzter Zeit gekauft habe. Und zwar fange ich da an mit diesen, wegen diesen Füßen hier. Das sind Entenfüßen. Das sage ich euch gleich mal vorweg. Entenfüße. Und da hat mich die Frau Wolle, die Damaris, ihren YouTube-Kanal und ihr Instagram-Kanal werde ich euch unten verlinken. Die hatte ich letztens, wie ich so geschaut habe auf YouTube,
habe ich einen Podcast gefunden. Und ich finde sie einfach nur toll. Ich finde die Werke toll, die sie macht. Und sie hat mich angesteckt. Und zwar hat sie da Bücher reingehalten. Da konnte ich dann einfach nicht anders. Die musste ich mir bestellen, weil das sind Figuren. Darum fange ich jetzt an ins Amigurumi-Häkeln. Das hatte ich vorher noch nie gemacht. Aber wegen der lieben Damaris bin ich auch dem Amigurumi verfallen. Und die hat da so tolle Bücher reingehalten. Die musste ich dann natürlich auch haben. Und zwar hat sie hier diese tollen Bücher reingehalten. Helden der Kindheit. Das sind alle Figuren von mir und teilweise sogar jetzt von meinen Kindern drinnen. Und meine Kinder sind zwar schon älter, 16 und bald 14, aber auch die haben sich schon angemeldet, was ich ihnen daraus häkeln soll. Also einmal das Band 1 habe ich mir bei Amazon bestellt. Da sind tolle Werke drinnen. Ich werde es euch von innen nicht zeigen. Also Band 1, da gibt es ja mehrere Bänder. Dann habe ich mir auch gleich noch Band 2 bestellt. Da ist die Pippi drinnen. Die werde ich auch noch machen. Und auf der Rückseite seht ihr Vicky und Pumuckl. Das sind so Helden aus meiner Kindheit. Susi und Strolchi und Bambi. Und Sandmann. Dann hier ist Patrick, der ist schon eher mehr von der Zeit meiner Kinder, und auch das Schaf. Hier ist SpongeBob vorne drauf. Also da werde ich sicher einige Werke rausarbeiten. Und zu wem diese Füße hier gehören, zeige ich euch gleich. Und zwar habe ich mir natürlich auch Band 3 noch bestellt. Mal gucken, das sind Tom und Jerry, Heidi und ich arbeite daraus, werde euch nur das Bild zeigen, wegen den Anleitungen. Und zwar bin ich dabei, diesen hier zu häkeln und viele werden ihn jetzt bestimmt kennen. Das ist Alfred Jedokes Quark. Das ist einer meiner liebsten Figuren aus meiner Kindheit. Ich hatte das damals sogar eine Überzugsdecke und Bettwäsche und Leintuch. Das hatte ich alles von ihm. Und das ist jetzt den ersten, den ich versuche. Ja, danke liebe Damaris, dass du mich da so angesteckt hast. Und ich finde deine Podcast richtig toll. Ich werde, wie gesagt, euch ihren Kanal und ihren Instagram-Kanal unten in der Infobox verlinken. Schaut gerne bei ihr vorbei. Ja, dann ist noch was von Amazon angekommen. Und zwar habe ich mir hier 3,5er Rundstricknadeln, also Nadelspitzen, gekauft. Die fehlen mir noch, weil die brauche ich dann für ein Projekt, das ich euch auch dann gleich zeigen werde. Und dann durfte auch noch von meiner lieben Steffi, ich nenne sie immer ganz lieb Wolldealerin, sie hat auch einen YouTube-Kanal, auch den werde ich euch unten in der Infobox verlinken, schaut auch bei ihr vorbei, sie macht auch ganz tolle Tutorials. Und da gab es ganz was Tolles, und zwar Valentins-Set in der Zusammenarbeit mit der Maike von Nadelmikado. Gab es einmal diese tolle große Projekttasche, die kann man hier oben
kann man hier oben dann zusammenziehen. Dann hat man seine Projekte super toll verstaut. Ich habe da jetzt momentan meine Sockenprojekte drinnen. Werde ich auch gleich wieder reingeben, schon allein wegen meinen Katzen. Und dazu gab es zu der Tasche, da es ja ein Kombiprojekt war von Maike und Steffi, da gab es ja schon mehrere, gab es auch noch die passende Wolle dazu. Also ich finde die richtig, richtig mega schön. Mal gucken, was ich mir daraus mache. Das ist die Color High Twist. Die hat 80% Schurwolle, Merino Extra Fein Superwash und 20% Polyamid. Ist mit einer Nadelstärke zwischen 2,5 und 3 empfohlen. Und die hat auf 100 Gramm eine Lauflänge von 400 Meter. Also die gab es zur Tasche noch dazu, die musste ich mir einfach gönnen. Und dann habe ich mir 2 Sets gekauft, wo ich mir dann auch Anleitungen dazu besorgt habe, weil ich da direkt was damit merken möchte. Und zwar dieses Set hier, das Scroll Set von Screaming Color Scream Scroll Set Silbergrau Fuchsia. Das ist dieses tolle Set hier. Das ist, müsste auch die High Twist sein, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Auch 80% Schurwolle, Merino Extra Fein Superwash und 20% Polyamid. 2,5 bis 3 mm. Und da haben wir einen großen Strang, der hat 400 Meter auf 100 Gramm Lauflänge. Und das sind 2 Minis, die dabei sind. Die haben 20 Gramm und haben 80 Meter Lauflänge. Und daraus möchte ich dieses Tuch stricken. Von Maschengedöns. Da möchte ich dieses tolle Tuch drauf stricken. Das gibt es bei Maschengedöns auf Revelli. Einfach mal eingeben und wenn ich nicht vergesse, werde ich es euch unten in der Infobox verlinken natürlich. Also daraus, aus diesem tollen Set, werde ich dieses Tuch annadeln. Dann habe ich hier noch 3 tolle Wollen. Die zeige ich euch natürlich auch noch schnell. Die muss ich aber so nehmen, nebeneinander, wie ihr das seht. Auch die Color High Twist, Goldgelb. Dann haben wir Brillant Orange. Kommt jetzt gar nicht so rüber. Warum flackert das jetzt? Und dann haben wir einmal hier das Schokoladenbraun. Und daraus werde ich von Steffi, die hat selber auch Designs, werde ich dieses Tuch hier stricken. Das heißt Weißwursttuch. Daraus werde ich dieses hier stricken und bin schon gespannt, wie es wird. Auch das werde ich euch unten in der Infobox verlinken. Und ein Werk möchte ich euch auch noch zeigen. Da habe ich mir nämlich schon die Wolle zurechtgewickelt, die ich auch noch annadeln möchte, das ihr wahrscheinlich beim nächsten Mal auf den Nadeln sehen werdet. Und zwar ist das der Raclano von Nicolor. Ich möchte mir gerne einen Pullover stricken. Ich habe mir zwar schon ein Shirt von, ich glaube, war auch von Maschengedöns gestrickt, aber ich möchte gerne einen warmen Pullover haben.
Und zwar ist das dieser hier. Ich muss da jetzt aufpassen. Muss ich abdecken irgendwie. Zwar eine Gratisanleitung von Nicolor da Raglano. Auch den findet ihr auf Revelli. Und den möchte ich mir mit diesem schönen Garn auch von Screaming Colors natürlich. Stricken. Und zwar ist das dieser hier. Den habe ich mir jetzt schon gewickelt. Das ist, Moment, Squirrel in the Snow. Das war eine Monatsfärbung. Und das ist die Color Hightwist 6-fach. Die ist zwar leider schon aus dem Sortiment gegangen, weil sie einfach zu wenig gekauft wurde. Aber das ist eine Zusammensetzung, auch 80% Schurwolle, Merino Extra, Extra Fein Superwash, 20% Polyamid und ist zum Stricken zwischen 3 und 4 mm und die hat auf 150 Gramm 390 Meter Lauflänge. Also, wie ihr seht, auch eine wunderschöne Werbung. Ja, meine Lieben. Und das war's für den ersten Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Und ihr lasst mir einen Daumen da. Lasst mir gerne Kommentare da. Wenn ich irgendwas vergessen habe zum Verlinken, dann hole ich das natürlich nach. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne her damit. Die werde ich euch gerne beantworten. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Podcast, wenn ich euch zeige, wie weit ich bei meinen Projekten bin, wieder mit dabei seid. Also meine Lieben, dann wünsche ich euch, je nachdem wann ihr das Video guckt, einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin meine Lieben, macht's gut. Tschüss!